Die können wir auch in der Folge drin lassen. Scheiß doch was drauf. Ja, und ich fahre perfekt Auto, wie man das gerade sieht. Da sieht man auch mal wieder, man sollte während des Autofahrens nicht aufs Handy gucken. Man sieht, was passieren kann. Frisch eingetroffen, die Sturmschrotflinte. Verschiedene Farbtöne zur Wahl. Außerdem ist ein begrenzter Vorrat an Folgen zu behältlich. Größere Magazine, Schalldämpfer, bla 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 bla. Hört sich gar nicht schlecht an. Müsste man auch nochmal, ne? Beziehungsweise nach neuen Waffen muss ich mich jetzt sowieso demnächst mal umgucken. Weil, warte mal, wie viel Geld haben wir jetzt? Wo sehe ich denn das? Wo sehe ich, wie viel Geld ich habe? Hier, komm, über 1 Mille, ne? Upsala. Da kann man das mal so gedingsen. Komm, wir nehmen mal eine Abkürzung. Oh, was ist denn da los? Ein Roffelkopter von der Polizei? Ja, sieht so aus. Das könnte man durchgehen jetzt. So. No, no. Alles klar. Hohoho, nice! Headshot! Wir bringen natürlich das Motorrad zurück, ne? Arschloch! Hey, kannst mal gucken, ne? Tja, kannst mal gucken, ne? Oh, you're the man, buddy. Ah, forget it. I gotta pretend like I'm a good guy sometimes. Ja, ich bin eben ein zu guter Mann. Warte, wollt mal gerade das Auto schnappen? Also, ich hätte es mir geschnappt, wenn du angehalten hättest. Ne? Ja, mein anderes Auto ist jetzt weg. Gib mir mal das Auto, damit ich nicht zu Fuß laufen muss. Danke. Sehr freundlich. Tüdelü. Was? Sofort? Ich bin dabei. Nein, Quatsch. Ach, siehst du, mein Auto stand... Ja gut, die Lenkung hat mir nicht gefallen. Das fand ich nicht so schön. Hier ist die Lenkung einwandfrei. Oh, die Tür sieht nicht so aus, als wenn sie zu wäre. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aus mich! Oh. Ja, du bist schuld da hinten. Weil du ohne weiteres die Spur gewechselt hast. Aber warte mal. Wenn wir gerade schon mal hier sind, dann können wir das ja gleich mal gedingsen. So. Servus. So, wollen wir mal gucken hier. When society's drastic reordering occurs, weapons will be currency and I will be a fucking millionaire. Sturmgewehr. Die Sturmschrotflinte. Okay, Moment. Die kaufen wir uns erstmal. Größeres Magazin, Schalldämpfer. Wie gesagt, wir haben ja genug Kohle. So, ja, das sollte erstmal soweit genügen. Was ist hier mit dem... Verbessert die Treffgenauigkeit der Waffe. Nehmen wir auch mit, klar. So. You look like a friend of mine I accidentally shot at a party. What are the odds, huh? So, ich glaube, den Rest der Karabiner brauchen wir, glaube ich, nicht kaufen. Das muss nicht sein. Die Gefechts-MG, die haben wir schon im Sortiment. Größeres Magazin können wir da auch nochmal holen. Und nochmal ein bisschen auffüllen. Dass wir auch gut ausgestattet sind, ne? Oh, hell, that thing will take down a moose. So.
Ja, komm. Achso, kann man nur zwei. Ja, ist ja gut. So, dann. Ey. Ich war hier vorne noch nicht. So, einmal den Griff. Die Granaten haben wir voll. Zielfernrohr, ja komm, nehmen wir auch noch mit. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, die Sturm-MP, die ist gratis, okay. Bullpup-Schrotflinte, 1250. Klar. Größeres Magazin. Ja, hier kommen. Mit Schmackes. Wie gesagt, das muss einfach mal sein. Man muss sich ein bisschen ausstatten, ne? Und wenn wir das so nicht machen, dann werden wir das wahrscheinlich nie machen. So, wunderbar. Ja, komm, der brauchen wir. Ja, komm, das lassen wir erstmal so. So, Annäherungsmine, Haftbomben. Da werde ich auch nochmal ein paar holen. Dass wir erstmal so ein paar auf Vorrat haben. Granaten, die klassische Pistole. Ja, ich glaube, bei denen brauchen wir jetzt erstmal nichts weiter. Nee, das, ich würde sagen, das reicht erstmal so. Dann nehmen wir uns jetzt, ja, wir können zur Vorsicht nochmal eine Panzerung mitnehmen. Und dann haben wir jetzt über 140.000 Dollar, glaube ich, hier ausgegeben. Aber hey, das muss auch mal sein. So, siehst du, das Fragezeichen da hinten, wo wir mit dieser Dings da laufen müssen, mit dieser Tusse, das haben wir ja auch noch. Aber das sind ja wie gesagt Fremde und Freaks. Und da will ich ja dann noch nachgucken, ob denn das jetzt in der Hauptstory mit verbunden ist oder ob das irgendwie alles scheiße ist. Also scheißegal und so. Keiner hier? Gut, dann fahr ich selber durch. So, ich hab geparkt. So, Moment. Nochmal ganz kurz schnell speichern, weil das ist mir, bevor jetzt das Spiel sich gleich vielleicht verabschiedet oder so. Nee, das hätte ich nicht so gerne. So, mal gucken, was uns jetzt hier bei Monsieur Solomon erwartet. Hallo. Komm in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have three secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker. Shoulder of Orion. Two. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston. Did he... Does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring, but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is gonna kill me. All right. So what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies. Lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now,
He's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. Begib dich nach East Lost Santo... Lost Santo... Ja. Oh, ich habe ein neues Auto gefunden. Geil. Nehme ich. Eine Coquette Corvette. Jawohl. Alle Dude. Schon wieder keiner hier. Haben die das nicht auf Automatik umgestellt oder was? So, das war jetzt also Solomon Richards, der erfolgreiche Filmproduzent. Hey Solomon, I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped? No, God no. Is that an option? No, no, no. Bad idea, bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Ideally, in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right. I'll go in quiet. I'll see you on the set, boss. Alles klar, wir sollen also unauffällig reingehen. Und dem Typ hier erstmal eine ordentliche Abreibung verpassen. Das können wir hin. Hoffe ich. Also denke ich. Naja, mal gucken. So. Gentlemen, how you like this space? It's gonna be an EDM paradise. There's gonna be sparklers stuck in bottles, implants, tramp stamps, all the real shit. That's Pelosi Entertainment. Now give me a minute here, just a minute. I gotta go grab something inside. Johnny, we nearly got the club. We're finally a go. Now you take care of these guys. No cold feet. Okay? Let's go. Arena Hubschrauber Landeplatz ohne Rocco zu alarmieren. Okay. Erstmal gucken, wie wir da am besten denn reinkommen, ne? Schleichen wir uns am besten hier erstmal so ein bisschen rum. Wenn er sich jetzt umgedreht hätte, dann wäre es, glaube ich, problematisch geworden. Bei dem würde ich nämlich gerne gedingsen. Dass das hier nicht irgendwie auffällt. Genau. So. Psst. Du weißt doch nichts. Bleib liegen. Schlaf weiter. So, müssen wir jetzt hier hoch oder hier die Leiter? Das weiß ich jetzt gar nicht. Lass mich mal gucken. Well,
Okay. Soll ich jetzt rein? Nee, da kommen wir gar nicht rein. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, gleich oben sein. Ich hoffe mal, das klappt soweit, dass wir jetzt von keinem irgendwie gesehen werden. Hey, you are! Mr. Richards has been worried sick. Oh, who's this? Who's this jackass? Hey, you! Oh, turns out these guys are in love with their contract. So they'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? No! This guy's all mine! Einmal aufs Maul, einmal aufs Maul. Hey! Ne? Tja. Und nu? We're gonna make a new deal. You leave my people alone, and I don't toss you off this roof. Alright, yeah. Okay? Sure, man, sure. Alright. Let's get back to the lot. So. Steig in den... Oh Gott. Jetzt muss ich... Oh, Scheiße. Just hold on. Look, you can bully him, but you can't bully Talon, buddy. We are not shooting until I get a new deal. Can't bully Talon? Just watch me. You're gonna be a good boy when I'm done. Wie war das jetzt nochmal hier mit aufsteigen? Ah, okay. Security? I ain't security. I'm Solomon's assistant. Oh Gott. Ob ich das hinkriege? Aber eher so die Vermutung, dass ich eventuell, dass ich eher die den Hubschrauber hier zerschrotten werde. So, komm, wir fliegen hier schon mal ein bisschen weiter rüber. Weiß gar nicht, wie man den jetzt noch so am besten Angst macht. Feel that turbulence? Help! Na, Scheiße. Ja, das ist richtig gut. Also wie gesagt, Hubschrauber fliegen ist für mich immer das Beste. Besser jetzt nicht. Aber ich soll den doch jetzt Angst machen, oder bin ich da jetzt falsch? Sorge mit gewagten Flugmanövern dafür, dass Milton und Anton es sich anders überlegen. Das ist keine gute Idee. Warte mal, ich muss, glaube ich, in der... muss mal ganz kurz in die Steuerung reingucken. Mal ganz kleinen Moment, bitte. Luftfahrzeug.
Dann muss ich die beiden hier mal, glaube ich, tauschen. Ja, ja. So müsste das doch dann jetzt richtig sein. Oder bin ich da jetzt falsch? Ja, sehr nice. So, jetzt nur noch landen und dann bin ich zufrieden. Naja, ich bin ja schon dabei. Hallo? Willst du mich verarschen, weil der jetzt 2 Zentimeter daneben steht? Also... Da war das... Komm! Ich sag nichts. Alles gut. Ich enthalte mich der Stimme. How about you see him right now? What a wonderful surprise. Anton, my boy. You're an artist, I know that. And this story is the best kind of art. A simplistic, cliche-ridden pile of dross that you will turn into magic. Get a grip. I love ya. So, Solomon, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. And I appreciate all the opportunities that you've given me. Of course, of course. Michael, what can I say? You're a natural. I love you. Well, you're too kind. No, I mean it. I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh, hell yeah. Ah! So, sehr schön. Ja gut, lautloser Killer. Hätten wir wahrscheinlich die anderen beiden auch noch ausgedingst müssen. Aber egal. Ja, Punktlandung, das war ja gerade, also das war gerade echt, ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen buggy. Normalerweise hätte das da vorne an der Ecke auch schon zählen müssen. Da musstest du extra noch 20, also 10, 15, 20 Zentimeter an die Seite fliegen, damit es überhaupt hier auslöst. Wunderbar. Ich freue mich. Perfekt. Ich hab's schon damit gerechnet. Genau wie es bei Frank in der einen Folge war, wo ich über den Zaun da geklettert bin. Wir sind stolz, die neue Präzisionspistole, eine neue Größe in der Eisenstelle bei Grab anbieten zu können. Jetzt auf La! Ich freue mich! So, aber komm, weißt du was? Da wir dieses Fragezeichen da unten jetzt schon lange genug Stain haben, wir machen das jetzt erstmal. Weil, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen... Nö, ist gar nicht so weit entfernt. Komm, das... Nö. Das machen wir jetzt erstmal. Auch wenn wir vielleicht nicht so sportlich sind, aber... Aber egal. Das können wir uns jetzt mal ruhig erlauben. Ich weiß nicht, ob wir dann gegen die Olle gewinnen, aber naja. Wir werden das dann gleich sehen. Ich glaube, die taucht bei allen dreien auf. Oder bin ich da jetzt falsch informiert?
Oh, der Timer meldet sich. Ich dachte, das würde noch ein kleines Momentchen dauern. Oh, nein! Scheiße! Fuck! Alter, nein! Alter, verdammt! Scheiße, da, also das hätte echt nicht sein müssen, ey. Oh. Und ohne Mist, wo ich jetzt gerade den Timer ausgestellt habe und ich auf die Pausentaste bzw. auf die ESC-Taste gedrückt habe, ich habe den Hund hier nicht gesehen. Scheiße! Oh, Mann.